Ja, herzlich willkommen zurück hier im Kellerstudio vom Erlacherhof live am Berner Digitaltag. Es ist kurz, nein, es ist gar nicht kurz nach dem Mittag, es ist mit zum Nachmittag, wenn ich gerade Zeit rennt. Das nächste spannende Thema haben wir hier auf dem Radar, und zwar, wie gehen wir mit Risiken von Cybersecurity um? Und dabei habe ich den Ralf Maurer, Bildungsgangleiter Informatik und Telekommunikation an der Höheren Fachschule. Herzlich willkommen hier im Studio, schön seid ihr da. Ja, Cyber Security oder Cyberangriff, um das geht es ja, damit es dann überhaupt eine Security braucht, auch in der Schweiz ein wichtiges Thema. Sind unsere Grosskonzerne geschützt oder nicht geschützt? Oder wie sieht das bei uns aus? Wir haben in der Schweiz einen guten Grundschutz, der ist sicher vorhanden. Was ein bisschen fehlt, sind Best Practices bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wenn es einen gezielten Angriff gibt, wenn jetzt jemand eine ganz bestimmte Firma will, dann sind die meisten Firmen meistens schutzlos da, weil der Angriff nachher sehr verdeckt kommt. Das sind Profis, die Angreifer legen selber grossen Wert auf ihre Sicherheit, und das erkennt man nicht so schnell. Ist man dann schutzlos oder ungeschützt aus Unwissenheit oder weil es Schnittstellen gibt, wo Hacker reinkommen können, wo mir als Anwender gar nicht bewusst ist? Also überall, wo Daten fließen, wo Datenschnittstellen sind, kann man natürlich ablösen, wenn man die entsprechenden Tools hat. Ich gehe davon aus, dass das Bewusstsein einfach noch zu wenig da ist, dass wir Daten müssen schützen müssen. Dass der Cyberraum ein gefährlicher Raum ist, wo viel passieren kann, wo viele Erpressungen stattfinden im Moment. Und das grosse Thema, wo wir uns müssen bewusst sein müssen, ist, wie schützen wir den Cyberraum, wie schützen wir unsere Daten schützen und auch unsere Wirtschaft schützen. Spannendes Thema. Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen, dass ihr diesen Weg für euch gewählt, Cybersecurity euch auf die Fahne zu schreiben? Wir haben im Jahr 2018/19 eine grosse Aktivität festgestellt in der Schule. Wir haben die Aktivitäten von diesen Cyberkriminellen können beobachten. Wir haben ganze Szenarien können nachbauen in einem Labor, in einem geschützten Raum, und haben verstanden, was da überhaupt passiert. Also, was für Mechanismen werden da angewendet, was für Methoden. Wir haben auch von der Vorgehensweise auf bestimmte Gruppen können schliessen. Auf Grundlage von dieser Arbeit haben wir natürlich Schutzmassnahmen aufgebaut und haben ihnen ein Lernangebot verpackt und bieten das jetzt zur Höheren Fachschule an. Jetzt vorhin gesagt, es ist vielen nicht bewusst, wenn man sich die Schweiz anschaut, ist die Schweiz im internationalen Vergleich verwundbar? Weniger? Sind wir eigentlich nicht schlecht aufgestellt, oder sind wir schlecht aufgestellt? Wir sind so im ersten Drittel, aber zum Beispiel hinter Albanien. Also wir haben von der staatlichen Organisation her einen Nachholbedarf. Ja. Also. Fällt es am Bewusstsein, fällt es am Geld? Ich würde sagen, das ist auch eher eine kostspielige Sache. Oder haben wir überhaupt die Möglichkeit? Also kann man, sag jetzt mal, wenn ich die erdenkliche Anbindung irgendwo her will, wenn ich ein System will, das in einem Konzern zwar als geschlossen ist, aber man muss einen gleichen Austausch mit der Außenwelt haben, kann ich überhaupt so Sachen sicher machen oder komme irgendwo an eine Grenze? Ich glaube, man muss das System grundsätzlich überlegen und Security als Design implementieren. Und das bedeutet halt vielmal, dass ihr das ganze funktionierende System neu konzipieren und neu aufbauen müsst. Das fängt an, dass Grundkomponenten, die das System braucht, sich gegenseitig nicht vertrauen sollten. Und da fängt man weit unten an. Also man fängt eigentlich von vorne wieder an, kann man sagen. Jetzt die Attacken, die es gibt, ich weiß nicht, ob ihr ein Beispiel in die nennen könnt. Ist das mit den Jahren auch komplexer geworden? Also werden die Attacken, also man lernt von einer Attacke, so hat die funktioniert, und ist mir im nächsten Jahr schon aufgeschmissen, weil es auch vom Technischen her schon wieder etwas ganz anderes ist, oder herkommt? Es ist ein Phänomen, dass die Toolkits und die Cyberwaffen eigentlich im Internet frei verfügbar sind, pädagogisch perfekt aufgearbeitet. Also ich kann mir das selber zusammenkommen, wenn ich das Wissen habe und den Angriff starte. Ihr braucht nicht einmal mehr ein grosses Wissen, ihr braucht kriminelle Energie, und die Hemmschwelle, auf eine Maus zu klicken, ist relativ klein. Wenn ihr jetzt die Tools noch richtig kombinieren könnt und gegen ein richtiges Ziel richten könnt, dann ist das eine Cyberwaffe, die ihr einsetzt. Also der Angriff wird immer wie einfacher. Es ist nicht mehr eine mathematisch orientierte Disziplin, wenn man sich das vorstellt. Der Angriff wird immer wie einfacher, aber der Schutz muss immer wie komplexer werden. Der ist komplex, ja.
Bei einem gezielten Angriff muss man wirklich Indikatoren suchen. Ist man angegriffen worden? Das ist nicht sehr, also das ist nicht einfach. Das sieht man das auf den ersten Blick oder nur dann weh? Nein, da gibt es Spezialsoftware. Da hat er Leute, die wirklich das Netzwerk beobachten, mal festhalten, was ist normal in meinem Netzwerk, was könnte abnormal sein. Das ist eine sehr aufwendige, kostspielige Arbeit. Jetzt muss man auch sie find, blöd gesagt, kennen und dazu gehört ja, dass man muss wissen, was will er da von mir? Will der mein System grundsätzlich supportieren? Will der Daten abgreifen? Will der irgendwelche Transaktionen machen? Was sind die Beweggründe für das Angriff? Oder geht es eben manchmal schon darum zu schauen, kann ich es einfach? Ja, das ist sicher ein Punkt. Also eine grosse Gruppe, das sind die Erpresser, die greifen ein System an. Die sind sehr verdeckt in diesem System, die alle Komponenten aushorchen und machen eine Verschlüsselung, dass eigentlich eure Produktion lahmlegt. Meistens kommt dann eine Lösegeldforderung, so eine halbe Million Euro ist so ein Standard. Und in der Schweiz hat man halt auch Tendenz, und das weiss man noch, dass das Lösegeld gezahlt wird. Und das rückt natürlich die Schweiz automatisch ins Visier von diesen Kriminellen. Das ist ein neuer Geschäftszweig. Weitere Motivation ist natürlich die Spionage. Also man stellt das immer wieder fest, die Länder spionieren sich gegenseitig ausspionieren. Also das scheint ein richtiger Modetrend zu sein. Und das Dritte, das sind natürlich auch die Script-Kiddies, die einfach probieren. Oh. Warum zahlt man denn lieber die Summe, als dass man die Summe investiert in ein sicheres Netzwerk? Oder meistens sind die Firmen eher offline. Die Produktion die ist lahmgelegt, man kann gar nicht weiterarbeiten. Es gibt gar keinen anderen Weg. Man muss wirklich ad hoc jetzt zahlen, damit es überhaupt vorwärts geht. Genau. Und wie kann man sich denn grundsätzlich besser schützen? Also sicher mal, dass die einen Grundschutz machen, dass die Mitarbeiter sensibilisieren und nachher, dass man vielleicht eine Datenhygiene macht und eine Infrastrukturhygiene. Ich habe das Gefühl, in vielen Firmen steht sehr viel Infrastrukturangriffsfläche um, die es vielleicht gar nicht so braucht. Und im Rahmen der Digitalisierung sollte man sich auch überlegen, ob man nicht gewisse Sachen ablöst, zurückbaut und durch schlankere, effizientere Systeme ersetzt. Also das ist ganz pragmatisch gesagt, das können irgendwelche Geräte sein, die ich zusätzlich an Computer hängen zum Beispiel. Genau. Also, die für mich eine Gefahr darstellen, weil sie mit beispielsweise Bluetooth verbunden werden oder so. Genau, das stellen wir ganz stark fest, dass es smarte Geräte gibt, IoT-Devices, die man in ein Netzwerk einbindet. Das erhöht die Komplexität eines Netzwerks, das erhöht die Angriffsfläche. Das sind immer Schnittstellen im Spiel, wo wir uns reinhängen und können ablassen. Jetzt sind wir heute am Berner Digitaltag und eigentlich geht es ja genau darum, eben heute über zukunftsorientierte digitale Fragen zu diskutieren, wie weit wollen wir gehen. Und das beinhaltet natürlich das Ausschöpfen von dieser ganzen technischen Infrastruktur, die uns zur Verfügung stellt. Jetzt hockt ihr euch wie sagt, ja, machen wir, aber mit Vorsicht zu genießen. Kann man sich denn bei dem Angebot, das man ja hat und zur Verfügung hat, kann man sich überhaupt schützen? Oder von was für Beträge redet man da? Kann sich das nur ein Grosskonzern leisten? Zum Beispiel ich mit meinem KMU bin da aufgeschmissen, wenn ich die Beträge gar nicht auf den Tisch bringen für, sage ich mal, euch oder eine Firma zu engagieren, für zu sagen, tut mir da den grösstmöglichen Schutz geben. Ich glaube, wichtig ist mal, dass man kontinuierlich die Systeme anschaut und auditiert und einfach auch aktuell haltet und auch die aktuellen Sicherheitslücken vielleicht sucht im System und die wirklich schließt, konsequent schließt. Also das ist eine Arbeit, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und vielmals wird das in der Firma als Snapshot verstanden. Man macht das einmal im Monat und fühlt sich nach 4 Wochen sicher. Das kann fatale Auswirkungen haben. Von den Kosten her, Security ist etwas sehr Teures. Das braucht Ingenieurwissen, grosses Ingenieurwissen, besonders bei diesen gezielten Angriffen. Das ist effektiv so. Jetzt vor ich natürlich blicken, viele haben den Schutz noch nicht, viele haben den in der Schweiz noch nicht. In der Schweiz, wo wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir da eigentlich digital denken, wir sind mit der Technik vertraut, wir müssen die auch einsetzen. Warum hapert es manchmal da im Bewusstsein dann, dass der Schutz von diesem System genau ein gleich wichtiger Faktor ist wie das System selber? Das ist eine gute Frage. Also mal kauft man etwas ein, man zahlt sehr viel Geld und denkt, man hat etwas Gutes. Wenn man jetzt die EULAS anschaut, also die Endverbraucherlizenzen, die man bei einem Softwareprodukt, bei einem Kauf mitbekommt, steht dort immer drin, der Kunde ist verantwortlich, dass er das in einer sicheren Umgebung braucht und betreibt. Und genau in diesem Punkt die Hersteller die Verantwortung am Kunden übergeben. Es gibt keine Herstellerhaftung
im Bereich Sicherheit. Und das ist ein grosses Problem. Da muss die Politik unbedingt aktiv werden. Du hast vorhin gesagt, dass so eine halbe Million so Erpresser daherkommen, ist so eine Standardpreis. Das zeigt davor, dass das relativ häufig oder regelmäßig passiert. Aber es ist etwas, was in der Öffentlichkeit eigentlich nicht stattfindet. Von dem liest man oder hört man eigentlich selten etwas. Ja, wir gehen davon aus, dass etwa 50% des Datenverkehrs in der Schweiz basiert auf Angriffen. Und es sind viel mehr KMUs betroffen, als man meint. Und viele gehen mit dem gar nicht in die Öffentlichkeit. Das ist, sie sind erpresst worden. Was man einfach muss wissen ist, wenn man einmal zahlt, das Lösegeld zahlt, das ist wie eine Schutzgelderpressung, das ist meistens nicht einmalig. Die haben sich weitere Backdoor höchstwahrscheinlich gebaut und kommen wieder in einem halben Jahr. Also ich habe da gerne eine Zuschauerfrage noch rein, die gefragt wird, wie gross ist das Cyberattackenrisiko für die Stadt Bern und andere Verwaltungen? Wie für jede andere Firma auch. Also ihr könnt heute ganz gezielt bei einem Radarsystem die Verwaltung oder die Stadt Bern scannen. Dann bekommt ihr einen sauberen Report, welche Sicherheitslücken sind da. Die Sicherheitslücken könnt ihr überprüfen, ausnutzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es um die Stadt Bern steht, aber das wäre natürlich sehr interessant, das mal genauer anzuschauen. Die Täter, die dort dahinter stecken, sind das, wenn wir jetzt wieder auf die Erpressung zurückkommen, sind das international tätige Erpresserbanden, sage ich, oder sind das lokale oder auch Leute, die in der Schweiz ansässig sind? Das ist sicher mal organisierte Kriminalität. Also die haben da Geschäftszweige entdeckt. Das ist spannend. Das sind international tätige Gruppen. Wir können so identifizieren. Zum Teil in der Schweiz selber, glaube ich, gibt es nicht so Cyberkriminelle im Sinne von Erpressungen. Da gibt es mehr Leute, die eben wirklich probieren zu schützen oder sich mit der Forschung beschäftigen. Aber aktiv kenne ich jetzt keine Gruppe in der Schweiz. Ich habe noch eine zweite Frage bekommen. Ganz spannend, natürlich in dieser Pandemiezeit. Homeoffice ist zur Normalität geworden bei vielen. Mhm. Und dort haben wir genau das Problem. Plötzlich wird mir Arbeitsplatz hergestellt, beziehungsweise eventuell wahrscheinlich sogar den, den ich daheim schon hatte und wird irgendwo durch mit meiner Firma verbunden. Für eben auf die Büroumgebung zuzugreifen. Und das muss ja jetzt auch sicher sein. Und das kann ja nicht eine individuelle Lösung sein, sondern wahrscheinlich etwas, das für einen ganzen Konzern irgendwie oder für die Firma muss stimmen. Mhm. Wie sieht das aus? Also ganz wichtig finde ich die Authentifizierung ins Büro. Da brauchen wir nach wie vor Passwörter. Passwörter könnt ihr knacken, wir sollten das mal überwinden und vielleicht auch mit einem Schlüssel arbeiten, sich super authentifizieren. Und ganz wichtig ist, dass die Datenkanäle in der Firma einfach bestmöglich verschlüsselt sind, dass das wie private Tunnel sind. Was nachher die Hardware, die ihr daheim braucht, anbelangt, da solltet ihr möglichst ein Gerät haben, das ihr nur zu Geschäftszwecken braucht und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen installiert sind. Jetzt komme ich als Privater, oder so als Halbprivat, einfach ich persönlich meine, ich komme auch Mails über, wo mir so etwas angedroht wird oder sonst in die Benachrichtigungen. Wie kann ich jetzt einschätzen, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht? Also ob Phishing-Mails oder so weiter, wo so Sachen drinstehen wie, aber wir haben die Daten, wir müssen es von euch haben. Ist das immer ernst, wenn so Nachrichten kommen, oder ist da auch viel dahinter, wo einfach in Spam-Ordner gehört? Das ist viel dahinter, wo in Spam-Ordner gehört. Also grundsätzlich die Mails löschen, nie auf einen Link klicken, gescheiter mit der Maus auf einen Link fahren, und dann sieht man, dass der einen ganz komischen Ort landet und einfach löschen, ignorieren. Wunderbar, ignorieren tun wir das Gespräch hinein. Es war nämlich sehr spannend gewesen rund um die Cyber-Security. Wir sind aber schon am Ende. Mhm. Herr Maurer, merci, danke. Merci. Besten Dank. Ja. Merci vielmals und besten danke. Dank, so umgeht's. Für den Besuch im Studio. Meine Damen und Herren, das wär's gewesen. Wir sind dann wieder zurück im Kauer-Studio. Und zwar mit dem Thema Innovationen für eine smarte Hauptstadtregion mit einer grösseren Gesprächsrunde hier. Ich freue mich. Bis nachher.